So, moinsen meine Freunde, da sind der Woody und ich wieder. Hallo. Heute geht's mal wieder um die Wurst. Und zwar genauer gesagt um die Bockwurst. Vom, wie heißt das Ding? Hotdog. Hotdog. Ja. Bisschen verpeilt heute Morgen, aber das passt schon. Alles gut. So, wir haben ein bisschen was vorbereitet hier. Woody ist wieder shoppen gegangen. Ihm hat sein Gemüse ja wieder nicht gereicht. Genau. So, schaut euch mal an hier. Was für Tomatenmengen. Und der hat immer noch nicht genug. Nein, da müssen wir ein paar Kartoffeln bei. Und ein paar Zwiebeln. Das ist ein Kaufsüchtiger. Definitiv. Vorbereitung ist alles. Ja. Ich wollte gerade sagen, die hier draußen zeigt mir Mittelfinger, aber die zeigt nur den... Hebt den Zeigefinger. So. Ja, denn... Warte doch mal, Junge. Tu doch mal was. Meine Güte, da Leute, die Leute sitzen da draußen. Und der macht einfach nichts. Na, na. Was ist denn jetzt schon wieder leer? Die haben doch gerade erst angefangen zu essen. Die Herzkekse. Die Herzkekse. Ja, gut, das. Ist kein Problem. Das geht, ja. Ja. Schon erledigt. So, wie viel haben wir noch? 2 Tellerchen haben wir davon, okay. Ja, wir sollten dann auch mal... Achso, ja, gut, das ist ja alles vorbereitet, das ist schön. Hier die Hotdogs nehmen wir. Hamburger. Okay, Pilzkebab haben wir hier stehen. Stelle ich schon mal nach draußen, damit ich den Kram nicht übersehe und vergesse. Mach zu die Klappe. Der Gefrierschrank friert. Mach mal zu. So. Das ist kein Gefrierschrank. Das ist Kühlschrank. Ja gut. Der Gefrierschrank, der Kühlschrank kühlt. Friert. Nee, das passt nicht. Das ist Kacke. Also es ist ein Gefrierschrank. Sonst passt der Wortwitz nicht. Das muss passen. Okay. Wenn du das sagst, dann wird das auch so schlimm. Ja. Ich bin Best Friend von dem Machern hier. Alles klar. Deswegen, weißt du, die haben gesagt, wenn du das willst, dass das ein Gefrierschrank ist, machen wir das. Okay. Na dann. Ja. Ja, ne? So. Und das hier, was du hier liegen hast, das sind Melonen. Und keine Zwiebeln mehr jetzt. Ja, alles klar. Ich werde dich dran erinnern. Ja, ich werde derjenige sein, der es vergisst. Denk mal dran. Ja. Ja, klar. Es wird nicht lange dauern, dann werde ich zu den Melonen Zwiebeln sagen. Mhm. Was will der haben? Bestimmt Hotdog. Nee. Er möchte... Was ist denn das? Zitronenspieß? Ja. Und davon haben wir noch 3 Stück auf der Kante. Das ist gut. Wie schaut es hier aus? Ist gleich fertig. Okay. Und drauf da. Ach ja, klar. Hier, jetzt ist wieder alles gut hier, weißt du? Selbe Teig, ist selbe Hotdog-Brötchen, aber vorhin hat er voll, ist er ausgerastet und jetzt sagt er, alles gut. Aber die Hamburger geben doch eigentlich 8, oder? Die haben doch, ja, die haben 8 Sterne. Und der hier, gerade mal 6,9. Der ist ganz schön, was, wieso sind da Erdbeerscheiben drinne? Das weiß ich nicht. In dem Dingsteig, in dem Hamburger Brötchen ist Erdbeer drin. Kann doch nicht sein. So. Ja, mein Scheiß gut. Oh. Ein zu stark. Na Leute, dann mal los.
Komm ran, rutsch auf einen Zentimeter. Wir haben genug zu essen. Das Mac muss. Oh, Herzkekse. Da kommt jemand für die Herzkekse. Und hier ist gleich Herzkeks, der letzte weg. So, ist gut. Gleich nachfüllen. So, was haben wir? Da kommt schon die nächste für Herzkekse. Unser Kellner kommt gar nicht mehr hinterher. Ich glaube, wir brauchen noch jemanden. Den habe ich schon zum Abwaschen eingestellt. Ich bin gerade draußen am Aufräumen. Ach, du bist am Aufräumen. Okay. Was sagen wir? Wir brauchen noch einen zweiten Kellner. Wir haben doch hier so noch so eine billige. Also, nicht eine billige, eine günstige Arbeitskraft. Um politisch korrekt zu bleiben. Wo steckst du? Ich sehe dich nicht. Ich? Ach, da wirbelst du rum. Ich bin hier draußen zugegangen. Ich habe gerade so aus dem Fenster geguckt und habe dich gesucht und habe dich nicht gesehen. Ich komme mit einem Tellermassen jetzt angelaufen hier. Okay. So, einmal das drauf. Das da drauf. Und Hamburger ist leer. Da ist noch was leer. Was ist das? Oh, der Zitronenspieß ist auch leer. Das ist, Hamburger Brötchen hast du? Aha. Alles da. Boah, ist das laut. Ecco mio. Was sind das Brötchen? Was war aus ihrem Teller? Mhm. Aus, ne? Genau. Oh, alles ist leer. Auch die Herzkekse. Das sind die letzten Herzkekse jetzt hier. Ich hoffe, der Tag ist bald rum. Ah. Ich bin schon. Ah, du machst schon. Okay. Davor. Okay. Jetzt muss er mal gucken hier, was ist. Mhm. Mach ich schon. Ja, Hamburger ist noch nicht durch. Nein? Okay, der muss einen Augenblick warten. Was ist das hier? Das ist der Pilzkebab. Hey! Entschuldigung. Ich so. Nehme mein Hamburger Fleisch, dann bin ich weg. Aha. So, wo ist... Hier. Obwohl... Das ist beides dasselbe, hä? Okay, dann hier. Das ist der Pilzkebab. Und der andere ist... Zitrone? Genau. Ja. Und Hamburger hast du auch schon serviert? Ja. Perfekt. Okay. Boah, nichts hat auch nur annähernd die volle Punktzahl. Doch Keks und Hotdog. Aber die in der Mitte sind voll für den Arsch. Ach. Warum auch immer. So. Ja. Nein, ich will keinen Teller. Die Teller stehen echt blöd hier. Ah! Das gibt's doch gar nicht. So. Hier können wir nicht noch näher rangehen. Das ist Mist. Was ist denn jetzt schon wieder leer? Zitronenspieß. Ich bin schon dran. Okay. Leute, es ist gleich Feierabend. Was fresst ihr noch wie die Bekloppten hier? Aber da war, glaube ich, noch einer, ne? Einer ist da unten noch, ja. Warte? Hm? Ist aber keiner mehr für Zitronenspieß, oder? Einer ist da unten noch, ein Zitronenspieß. Oder mal zu Gast. Nee, ein Gast. Nee, Gast ist im Moment keiner da. Ja, dann warte ich mal. Abwaschen, Leute. Zack, zack. Hier fehlt noch Herz. Hier fehlt jetzt noch was. Der Hamburger ist leer. Haben wir noch Hamburger? Wetter will Kekse. Die haben wir nicht mehr, die sind leer. Ja, aber es sind ja noch welche da drin. Ach doch. Was will er noch? Er will noch einen Hotdog. Wo sind noch welche drinne? Hier. Sind auch noch welche serviert. Ach, tatsächlich? Ach so, du, weil du gesagt hast, die sind leer. Nee. Ich hab schon Angst gehabt, weil im Schrank waren keine mehr im Kühlschrank. Ah nee, das war ja ein Gefrierschrank, habe ich gesagt. Siehst du, schon habe ich es vergessen. So.
Oh, jetzt werden die noch Hähnchenspieße, ey. Die olle Trolle. Jetzt noch. Die wollte doch irgendwas anderes. Nee, das ist kein Hähnchenspieß, das ist Zitronenspieß. Ja, meine ich doch. Aber die wollte doch irgendwas anderes haben. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie nicht gesehen. Da draußen steht noch ein Teller. Ey. So, noch. Ey, die kommen ja gar nicht hinterher, die beiden hier. Das ist ja ganz, ganz schlimm. Bis oder stirb. So. Ich muss mal gerade rüber ins alte Restaurant. Ich muss mal für kleine Jungs. Warte. Ich bin gleich wieder da. Okay. Da ist ja die Toilette noch drin, ne? Nein, die haben wir alles abgerissen. Okay. Ich bin mal gerade da drin. Ich bin gleich wieder da. Okay. So, hier haben wir. Achso, das müssen wir ja abräumen. Ist ja zu jetzt hier. So, mach du die Klappe. So, was haben wir hier? So. Auch noch ein schmutziger Teller. Hoppala, falsche Richtung. Ja. Okay, auch noch ein schmutziger Teller. Sieht so, dass du abwischt, Junge. Wir haben keine Zeit. Wir lassen hier alles stehen. Was ist denn los hier? Was stimmt denn nicht mit denen? Hey, ich war doch draußen. So. Ja, Mädchen. Okay, die habe ich nicht gesehen. Okay. So, Arnold, viel Spaß am Abwaschen. Okay, so. Hier ist dann soweit alles durch, würde ich sagen, ha? Einmal die Musik ausmachen. Oh, um Gottes Willen. Ich wollte sagen, was macht der denn? Warum macht der die Tür auf? Wo ist die andere? Warum machst du immer die Tür auf? Der Schrank steht hier. Will er einen verarschen? Lass die Tür zu. Ah, keine Teller mehr drin. Okay. Und wo ist die andere? Achso, habe ich dir gerade deine Arbeit weggenommen. Jetzt fühlst du dich so nutzlos, ja? Okay. Das war gut. Ein Kilo leichter. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist ja auch ein beschissenes Restaurant da hinten gewesen. So. Hier ist aufgeräumt. Willst du irgendwas vorbereiten? Oder machen wir das morgen früh? Können wir auch morgen früh machen. Gut, ab nach Hause. Und findest du raus? Natürlich. Ah. Beim letzten Mal hat er noch rumgeheult. Ich finde dir nicht raus. Mami. Ja. Lass mich doch auch mal Mimimi machen. Nicht immer nur du. Ich mach gar nicht Mimimi. Guck mal, ich bin eher zu Hause. Ja, stimmt. Du bist voll der Zauberer. Ja, wir haben Schulden. Natürlich. Aber nur 500, das geht ja noch. Ja. So, was haben wir eingenommen? 19.000. Ach Gutchen. Ja. Das war bei 42 Gerichten, das ist aber nicht viel. Naja, dafür, dass das letzte Mal nur 30 waren. Ja. So, wir haben die Salami dazu bekommen. Peperoni-Salami. Mhm. Die käufen wir dann natürlich gleich mal ein, oder? Ja, achso, natürlich ist sie gelockt, weil wir sie noch nicht freigeschaltet haben. So, gleich mal dahin. Ey. Schön gechillt bleiben, Freund. So. Nehmt gleich mal 5 Stück. Kommt zwar immer ein paar Stücken raus, aber von diesem Zeug kann man ja nie genug haben, nicht wahr? Ich mach noch ein paar Herzkekse. Hotdogs haben wir noch, Hamburger, ne? Zitronenspieße. Ja. Bist du im Restaurant? Nee, steht doch vor dir. Ah, okay. Ich dachte, das wäre irgendein Fehler hier. Weil du stehst da und sagst, ich mach mal so und so. Ich denke mir so, ey, was macht der? Der steht doch hier.
1, 2, 3, 4, 5, ja. So. Du weg. Und die erste Wurst. Zweite. Ey. Mach keinen Mist hier. Ich hab nur 4 Würste mitgenommen. Wo ist die 5. Ich hab doch 5 eingepackt. Das muss ich mir nachher unbedingt nochmal angucken. Sag mal, ist der Multiplayer so verbuggt oder was? So, Knuffig. Arnold, komm mal aus dem Schrank raus. Anscheinend ist Arnold so ein kleiner Don Juan, der sich ständig in Schränken verstecken muss hier. Butter. Zucker. Schokolade. Schokolade? Schokolade. Meine Frau hat mir schönes Schokoladeneis gemacht. Also Nougat-Schokoladeneis. Das hört sich gut an. Mhm. Die hat sich extra Eismaschine geholt. Und jetzt gibt's ständig irgendwelche neuen Eissorten. Das hört sich nach dem Plan an. Ja. Mal helle Schokolade, mal dunkle Schokolade. Mal gar keine Schokolade. Mal Schokolade ohne Stückchen. Ja, ich esse nur Schokoladeneis. Okay. Obwohl, sie hat auch schon mal Vanilleneis gemacht, das war auch geil. Oder wie so manche sagen, Vanilleeis. Vanille. Weiß nicht, warum manche Leute Vanilleeis sagen müssen. Keine Ahnung. Da steht doch ganz groß dran, Vanille. Och, mein Sohnemann hat als kleiner Junge Lilly-Eis gesagt. Ja gut, als kleines Kind ist es in Ordnung, die dürfen das. Die dürfen alles dazu sagen. Das stimmt. Aber erwachsene Leute Vanille? Komm schon. Ja, das haben's halt nicht alle mit der Aussprache so. Ja, oder wenn du so am Backen bist, Fondant. 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 Fondue. Ja, Fondue, genau. Ich muss mal Fondant kaufen. Die Zuckermasse, die man über die Kuchen und Torten legt. Fondant. Ja. Leute, bitte, redet vernünftig. Fondant. Ich bin jetzt auch nicht so der Französisch-Künstler, ja, ich mag diese Sprache überhaupt nicht. Ich auch nicht. Aber trotzdem. Contenance, Leute, Contenance. Ich hätte gern Erdbeerscheiben. So, ich renne hier wieder rum wie ein aufgescheuchtes Huhn und weiß nicht, was ich machen soll. Erdbeerscheiben. Nee, die mache ich nicht. Och, du machst halt selber. Ach so, du wolltest welche haben. Entschuldigung. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass du wirklich Erdbeerscheiben haben willst. Ich dachte, du sagst das jetzt gerade nur, weil du sie draufpackst. Nee. Hätte welche gebrauchen können. Das tut mir leid. Hättest du mir das gesagt, hätte ich sie natürlich nicht vorbeigebracht. Ja, natürlich. So. Ich bin so gegen jedwege Arbeit. Erdbeerzuckermilch, Attacke. So, also hier. Hinten ist Wurstbazar, ne? Also, falls was ist, ich stehe im Wurstbazar. Naja, wurste du mal. Salz und schwarzer Pfeffer. Das wird lange dauern. Jo. So schön, dass wir hier noch Erdbeerzeugs hatten für auf die Kekse. Ja, das hält Gott sei Dank für einige Portionen. Ja, da stand noch eine Schüssel im Kühlschrank. Oh, perfekt. So, Freunde. Und während Woody und ich hier alles vorbereiten, verabschieden wir uns natürlich von euch. Wir wünschen euch einen mega geilen Tag. Und hoffen, dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Also, in diesem Sinne, macht's gut und ciao.